Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Händelfreundinnen, liebe Händelfreunde hier auf Facebook oder auf YouTube oder auf unserer Webseite der Internationalen Händelfestspiele Göttingen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem digitalen Händeltalk. Eigentlich wollten wir mit Ihnen in diesem Jahr ein großes Jubiläum feiern, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir für Sie großartige Künstlerinnen und Künstler und viele interessante und inspirierende Gesprächspartner zusammengestellt für ein kleines, aber feines digitales Festival. Ich freue mich sehr, dass der neue künstlerische Leiter der Internationalen Händelfestspiele Göttingen ab 2022 bei uns ist. Herzlich willkommen, Georges Petrou. Hallo. Ja, lieber Georges, wo treffen wir dich gerade an? Where are you at the moment? I'm in Athens, Greece, with a warm weather. Since yesterday, it seems like everything opened, and now we can go to restaurants and have a more normal life, so to speak. Also Josh ist gerade in Athen und erzählt gerade, seit gestern sind alle Geschäfte wieder geöffnet, auch Restaurants wieder geöffnet und man kann ein bisschen ein normaleres Leben verbringen. Wie hast du denn die letzten Wochen verbracht? How did you pass the last few weeks? During the quarantine, I was at home, as everybody was, and it was quite an interesting experience for me because it's a convention that I don't think that we will ever encounter again in our lives, that the whole world is closing. So there's no stress, no anxiety. Nobody can chase us for things. It was for me the best holiday I had so far in my life in terms of relaxation. And it's not that I wish that this happens again in the future, but certainly I think that if there was some good things to take out of it, I made the most out of this quarantine. Also Georges sagt, er hat eigentlich das Beste aus dieser Krise herausholen können, denn er sagt, er hat Zeit gehabt zu entspannen, er hat keine Termine gehabt, niemand hat ihm irgendwelche Deadlines oder Fristen gesetzt und insofern hatte er eigentlich ganz gute Wochen, abgesehen natürlich von der Absage. So, but in theory, you would have had a lot of concerts. How does the cultural life look at in Greece right now? Wie sieht das kulturelle Leben in Griechenland gerade aus? Yes, I had a lot of cancellations, both in Greece and international. We are at a situation that we cannot foresee the future. Nobody really knows how things will develop, and this is the biggest problem we're facing right now, is the fact that we cannot, that this doesn't work under a plan. We don't know what will happen in 1 month. For example, now we open things in Greece. We don't know what will happen after a period of 30 or 40 days where people will start interacting as almost as before, because all of us are a little bit more cautious now and we're taking more hygienic measures. Uncertainty, I would say, is what is happening. What is it's the main issue on those days. On the other hand, it's excitement of redefining our lives and maybe always coming up with new ideas and new ways to deal with things. And art, of course, coming to our issue, which is art concerts and performances. Also eine kurze Zusammenfassung. Er sagt, die Unsicherheit ist natürlich das größte Problem, dass man überhaupt nicht weiß, wann es weitergeht, wie es weitergeht, wie es sich weiterentwickelt, ob es einen zweiten Lockdown gibt. Auf der anderen Seite aber eine große Inspiration, viele künstlerische Ideen, die jetzt entstanden sind und auch die Möglichkeit, das gesamte Kulturleben nochmal ganz neu zu denken. Nun ist natürlich auch die Frage der Planung für das Jahr 2022, dein erstes Jahr bei den Internationalen Händelfestspielen Göttingen. Wie gehst du denn da vor? It's your first year at the International Handel Festival will be 2022. How are you going forward with the planning for this? First of all, I cannot describe how excited I am for this festival, for my first year. I have lots of ideas. The question now is, we have a new factor, which is the coronavirus. And so at this moment, I think I have to, we all have to wait and see how things will develop over the next few months and
maybe having to adjust in a new situation, or after a certain period of time, we will just get back to a normality that we were used to. Right now, it's really very difficult to decide about things and to foresee what exactly will happen after 1.5 year time, almost 2 years time, until my first festival will take place. I guess the same issues for the next year's festival. Of course, I can imagine that you and Lawrence have made a program, but there are many factors that cannot be foreseen right now. Hmm. Will there be restrictions in the capacity of the houses, or will the vaccine have been invented by that time, and which means that we basically are not anymore afraid of getting infected, or is the cure secure by that time? Even if the vaccine is not found, but is there a medicine that can cure things without having to worry about people dying and things? And I mean, generally, this is one factor. The second factor is economy, and how the big leap in the economy affects art and music, and of course the Handel Festival. I think it's a time that we have to think of several scenarios and be prepared to face the best and the worst. Mhm. Auch hier wieder eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Also Joe sagt, man muss jetzt in verschiedenen Szenarien denken. Er freut sich wahnsinnig auf Göttingen. Er hat viele kreative Ideen. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass man noch nicht genau weiß, wie die wirtschaftliche Situation sein wird. Man weiß nicht genau, wie die Situation sein wird mit dem Coronavirus, ob es einen Impfstoff gibt oder nicht. Und insofern hat er genau dieselben Probleme wie Lawrence Cummings und ich auch gerade, dass wir eben überlegen müssen, mit mehreren Optionen arbeiten müssen, abwarten müssen. Und das kann aber auch ein schönes kreatives Ergebnis werden. Dear Josh, what actually was your first encounter with George Frideric Handel? Was war deine erste Begegnung mit Handel? With the composer Handel? Yes. I mean, it was many, many years ago. It was Handel was not a part of my studies. Mm-hmm. And my first encounter was Circe. And this for me was a life-changing experience, because I couldn't imagine that sort of wit and drama and feeling in music. And so I thought that it was like a call for me, and I thought that this is a composer that speaks directly to my heart, and I wanted to get to know more about him and his work. So that's how it all started. Also er hat gesagt, in seiner Schulzeit, in seinem Studium ist Handel gar nicht vorgekommen, und er hat dann eine Aufführung von Xerxes gesehen, und das hat sein Leben verändert, weil er sagt, er konnte sich gar nicht vorstellen, wie viel Witz, wie viel Drama, wie viel pralles Leben in dieser Oper eben abgebildet sind. And how come that you then kind of specialized in Handel? Or did you specialize in Handel? Are you conducting anything else but Handel? Gibt es auch noch andere Werke außer Handel, und wie kam es dann eben zu dieser Spezialisierung? I don't know if I'm specialized in Handel or in anything. I love Handel, and Handel is a big part of my production. It's a very, very big line to say I'm specialized in something. I can't even claim that I know all Handel's music, or I'm aware, or I have an attitude about all the music of Handel. I just love his works. I love theater. I think Handel is one of the five great theater composers ever in history of music, and so it's for me it's a part of my life now. As are other composers like Rossini, like Beethoven, like Mozart, like Schumann, but certainly Handel has a very special place in my heart. Also Handel hat einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen. Er scheut sich ein bisschen davor, sich als Spezialisten zu bezeichnen, weil er doch auch viele andere Werke komponiert und auch Musik von Beethoven, Rossini und vielen anderen in seinem Leben eine große Rolle spielt. Aber eben dieser Handel hat eine ganz besondere Position in seinem Repertoire, in seiner Arbeit nimmt er einen großen Raum ein, eben auch in seinem Herzen. Ja.
And what was your first impression of the festival orchestra? You heard a short rehearsal last year. Du hast eine kurze Probe gehört vom Festspielorchester. Was war dein Eindruck? I'm actually quite upset that I didn't have much luck with getting to know more of the orchestra, because the first year, if you remember, I came there with a purpose to stay there for a certain amount of rehearsal time, mm-hmm. plus the whole festival, and I had a personal issue that I had to leave Göttingen, which was very upsetting, and of course this year I was also planning to be there and get to know more, but of course with the virus situation I didn't manage. So I heard a little bit of Lawrence's rehearsals. And I have to say, I was very impressed by the work of Lawrence and also by the level of the orchestra. I think the Göttingen Festival Orchestra is a gem. It was, for me, one of the best ensembles that I've heard so far, with their precision and their technical proficiency and the quality of playing. And I'm really looking forward to get to work with them soon and to be as helpful as I can for this wonderful ensemble to develop even further, both artistically and as a status. Also Georges hatte leider ein bisschen Pech. Letztes Jahr hatte er eigentlich geplant gehabt, eine lange Zeit in Göttingen zu bleiben. Es gab einen familiären Zwischenfall, da musste er leider nach Griechenland zurück. Dieses Jahr kam Corona dazwischen, deswegen hat er noch gar nicht so viel gehört, wie er eigentlich hätte hören wollen. Aber er war sehr begeistert von der großen Präzision, von der Klangvielfalt und unseres Festspielorchesters sagt, es ist eines der besten Orchester, die er je gehört hat und freut sich sehr drauf, auch mit diesem Ensemble weiterzuarbeiten und findet eben auch, dass Lawrences Arbeit sehr beeindruckend war. Nun sagen ja viele, dass behaupten viele, dass es ja immer eine britische Herrschaft bei den Händel-Festspielen gab. There have always been British artistic directors seit John Elliott Gardiner 1980, dann Nicholas McGeagan, dann Lawrence Cummings und jetzt gibt es einen Brexit, also auch bei den Händel-Festspielen. Was dann sagst du dazu? Muss man Brite sein, um Händel zu verstehen? Do you have to be British to understand Handel fully? No, I think Handel is, I would say, maybe one of the top international composers. His music is very eclectic, and it incorporates a lot of contemporary styles, of his contemporary styles, and which he absorbed in a very, very admirable way. Because he got bred in the German tradition, and then he went to Italy young enough to be able to absorb it, and he absorbed the Italian tradition, and then he got, of course, lots of French Baroque music influences, and finally in London he got the best out of all worlds. So he's the international composer, and I don't think that you have to be of any nationality to understand Handel. Mm. But apart from that, I think the most important thing about the music of Handel is that his music is not only international, but I think is in a way eternal. It speaks to all times of history. It can be heard in the same directness through the 19th century, the 20th century, up to the 21st century. It's something universal about Handel's music, as it is for all great works of art. Mm-hmm. And I think that's the most admirable thing about his production. Also Georges sagt, man muss nicht Brite sein, um Handel verstehen zu können. Er sagt, Handel ist ein großer internationaler Komponist gewesen. Er hat die besten Aspekte der Musik Deutschlands, Italiens, Englands, auch Frankreichs in seiner Musik zusammen verschmolzen. Ein großes Kunstwerk. Er sagt, es ist eine Musik, die sehr universell ist und auch einen gewissen Anspruch auf Ewigkeit hat, wie alle großen Kunstwerke. Aber du hast, wir haben vorhin gesprochen über Händel, natürlich auch über Göttingen. Ein bisschen Zeit hast du ja gehabt, dir die Stadt anzugucken. You had a little bit of time to look at the city. Was war dein Eindruck? What was your impression about the city?
Oh yeah, I had actually. I'm very happy because during my visit in Göttingen, we spent a lot of time together with you, Tobias, and also last time that I was there, I have a quite good impression in terms of understanding of the city, and I loved it, absolutely loved it. I thought it was a very, very cute town, very beautiful, with lots of traditional elements. It was really a pleasure to be in Göttingen. I find this town has a lot of great energy, and as I said before, I'm really sorry that I didn't really catch the festival energy so far. I'm really hoping next year everything will go well, and I'll be there for as long the festival lasts and even more. Also er freut sich schon sehr auf das Festival 2021, wenn er die Stadt auch mal im Festivalzustand erleben kann. Sein bisheriger Eindruck ist ein sehr guter. Er sagt, die Stadt hat eine tolle Energie, es ist eine wunderschöne Stadt, es ist eine Stadt mit Traditionen, eine Stadt mit wunderschönen historischen Bauwerken. Also er hat sich hier sehr wohl gefühlt und freut sich sehr auf die Zusammenarbeit. Nun gibt es ja mehrere Händelstädte, es gibt auch noch Halle und Karlsruhe. In beiden Städten bist du aufgetreten. Wo würdest du denn die Unterschiede sehen? So that other handel cities such as Karlsruhe and Halle, where would you see the differences to Göttingen? Well, there are several differences, but you know, I don't think there is any reason to compare. Each festival and each town has their own characteristics, and Germany is a very big country, and we're talking about three international festivals. So it's not only about the region, it's not only about only the town, but it's an institution that has an international radiance, and this is the most important. So we have to see how Göttingen can become the attraction for international visitors, and not only visitors, but also to attract the interest of the international Händel lovers to our festival with any means we can. Additionally, there is a very characteristic of Göttingen is the fact that we have so many young people because of the universities, and it's a town that is full of young life and full of bicycles, and I just loved it. And I think that all of this is such a part of the character of Göttingen, and it has to be incorporated somehow into the festival too. Also er sagt, es gibt gar keinen Grund, da große Vergleiche anzustellen, denn er sagt, Deutschland ist groß genug für drei Händel-Festivals und es sind ja drei internationale Festivals. Auch das internationale Publikum, die Händel-Freunde aus aller Welt, muss man dazu zählen. Und er freut sich sehr, in dieser jungen Stadt, wo man doch viele Studenten hat und auch viele Fahrräder und eine sehr junge Aufbruchsstimmung spürt, er freut sich hier auch ein Programm auf die Beine stellen zu können. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der alten Musik in Griechenland? Normalerweise verbindet man bei uns alte Musik mit ein bisschen Italien, ein bisschen England. Griechenland war da vielleicht noch nicht so auf dem Radar. How does the early music scene look like in Greece? Because from a German perspective, of course, we've seen a German approach, then of course France, Italy, Great Britain. Greece has not quite been on our screen for a while in the 80s and 90s. How does the early music scene look in Greece right now? Well, I think that today is as good as anywhere else, simply because the information travels so fast and the border lines between countries are really not so specified as it was before. So we have fantastic musicians in Greece. We have this wonderful Harmonia Athenaea Orchestra in which I happen to be the artistic director so far. Mm-hmm. And I'm very happy. We are touring a lot and we're producing a lot of interesting things. I would say it's not only about early music, it's about being productive and being active in any field that we all as artists feel we have to say something. Also er sagt, durch die schnellen Informationen kann man ja heutzutage überall auf der Welt an die Quellen rankommen. Deswegen gibt es überall denselben Informationsstand. Und eben das Niveau der alten Musikszene ist genauso gut in Griechenland wie überall sonst in ganz Europa. Viele junge Musiker sind da. Er hat sein Orchester Harmonia Athenaea, er ist der künstlerische Leiter im Barockorchester, was sehr erfolgreich ist, viele Aufnahmen gemacht hat, tourt auf der ganzen Welt. Insofern ist auch dort in Griechenland eine sehr gute Basis, was die alte Musik betrifft.
Nun hast du gar nicht mit alter Musik angefangen. You didn't start with early music when you were a child. No. How did you find your way from your childhood to early music? Wie bist du von der Kindheit dann irgendwo in irgendwas? Yeah, I will tell you. It's around the year 2000. This whole old music movement with a modern way of approach to what I mean modern is not, I mean new way to approach performance and to approach stagings and the presentation of the early music, which made early music sound very fresh. So this was a big revolution around the year 2000, and I think that any musician could not be indifferent about this, and that's how I came to, as a pianist, to get to know original instruments and original sound, or so to speak, because I don't know if original is the right term to use, but historical sound and historical instruments, I felt that it's a whole new field, so exciting and so interesting, that I wanted to get involved into and learn out of all this thing and experience something which is completely new. It was almost like avant-garde at this time, so I got involved with that. So my background was like more mainstream, more romantic, virtuoso pianist, but then I got to get involved with several different things, and of course you know that it's a part of my character to be very adventurous, which is good and bad both, but I like doing different things. So I like still playing the piano, I like playing the fortepiano, I like playing the harpsichord, I like to conduct, I like to stage direct, I like to write, I like to do all different things that make my mind not only focus on one thing, but spread a little bit and spread my creativity to different fields. Also er hat gesagt, er hat eigentlich als Klaviervirtuose angefangen mit dem großen Repertoire des 19. Jahrhunderts, spielt auch immer noch gern Klavier, auch Hammerklavier, aber er hat sich immer auch für andere Dinge interessiert, hat zunächst in dieser wiederholten Welle im Jahr 2000, gab es ja einen großen Aufschwung nochmal in der alten Musik, dort hat er eben Feuer gefangen, wollte sich eigentlich zunächst mal nur informieren und hat sich interessiert und ist dann dort ganz eingebunden worden in die alte Musikszene. Nichtsdestotrotz interessiert er sich nach wie vor fürs Dirigieren, fürs Klavierspielen, für das Schreiben, auch für das Regieführen. Do you think the Göttingen audience can look forward also to a stage direction of yours? Wirst du in Göttingen dann auch Regie führen? Certainly, I'm looking forward to that too. But I think that yes, well, part of my job is to present my feeling about Handel operas and my idea. This should be more holistic, not only regarding music direction, but also regarding the stagings and aesthetics. I mean, even if I don't stage, the choices of my stage directors is also a part of my aesthetic and. Yeah. Also er möchte natürlich das Festival auch ästhetisch prägen in jeder Hinsicht und da wird es auch dazu gehören, dass er auch mal Regie führt, aber natürlich wird er auch viele Regisseure aussuchen, Regisseurinnen und Regisseure, die dann die Opern nochmal in einem ganz anderen Bild, in einer anderen Ästhetik erscheinen lassen. Ja, liebe Händelfreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich möchte noch einen kurzen Ausblick geben auf die morgigen Beiträge. Niklas McGeegan sendet musikalische Grüße vom Cembalo mit der Allemande, der Suite in G-Moll von Georg Friedrich Händel. Und abends ist er dann nochmal zu Gast und dann werde ich mit ihm sprechen über seine Zeit als künstlerischer Leiter der Internationalen Händelfestspiele Göttingen von 1991 bis 2011. Ja, lieber Georges, was ist das nächste Konzert, was du besuchen willst? What's the next concert you're going to visit or the next concert you're going to perform? Is there any ideas yet? Yes, I'm starting a new, rehearsing a new magic flute in Wuppertal in June, and then I will present in Athens the Ritorno d'Ulisse in Patria by Monteverdi in an open air theater of a capacity of 4,500, which will accommodate only 850 audience members. Mm.
Also ihr werdet demnächst in einer riesigen Konzerthalle in Athen, der Megaon Concert Hall mit über 4000 Plätzen, wird er das Stück Il Ritorno di Ulisse in Patria von Claudio Monteverdi dirigieren. Eigentlich eben für 4000 Menschen ausgelegt, jetzt eben nur mit 800 Leuten im Publikum. Außerdem ist noch eine Zauberflöte in Vorbereitung, also viele musikalische Beiträge. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Thank you very much for joining us. For this. Thank you. It was a pleasure. So we are very much looking forward to welcoming you at the festival as a guest in 2021 and of course as the artistic director in 2022. Schön, dass du bei uns warst. Alles Gute, bis bald. Thank you. Bye-bye. Bye.